So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Heute ein paar kleine Infos zusammengefasst, was aktuell so los ist, was aktuell passiert und noch passieren wird. Plus noch ein bisschen Gequassel nebenbei. Die neueste Meldung natürlich, dass ihr euch beeilen sollt, noch den Giovanni diesen Monat zu besiegen und Krypto Arctos zu bekommen. Da zum ersten das legendäre Pokémon, was er dann da lässt, beziehungsweise mit dem er kämpft, wechselt. Das war eigentlich schon abzusehen, obwohl es natürlich wieder Kommentare im Internet gab, wo Leute gesagt haben, ja, jetzt habt ihr erstmal die nächsten 10 Monate Krypto Arctos und keine Ahnung und hin und her. Ich mir aber schon dachte, viel sinnvoller wäre es ja, wenn ihr die eh jeden Monat machen müsst, dass das eben wie die Feldforschungsdurchbrüche auch sind, wo ja auch monatlich, beziehungsweise manchmal auch zwei monatlich dann der Feldforschungsdurchbruch wechselt. Und es eben einen Monat die Vögel gab, einen Monat die Raubkatzen, einen Monat die Badeenten, wie auch immer, keine Ahnung, ist nur ein Beispiel. So ist es also jetzt auch mit Giovanni gehalten. Ihr habt also jetzt im November die Möglichkeit gehabt, natürlich das Arctos zu bekommen und wird am 1. Dezember wechseln. Meiner Meinung nach, oder ich denke mal ganz vermutlich, wird dann Lavados kommen. Und am Ende, das Beste kommt ja zum Schluss, wird es dann also auch Zapdos geben. Und dann habt ihr die drei Vögel erstmal durch. Und was er dann so macht, das sehen wir dann. Aber so sind natürlich 3 Monate gesichert, was ihr auch für die Medaille braucht. Ihr müsst ihn ja insgesamt 20 Mal besiegen. Bei 5 gibt es dann schon Bronze. Und ihr habt also dann Arctos, Zapdos, Lavados jeweils einmal die Möglichkeit, das als Krypto zu bekommen und vielleicht zu erlösen, um eins mit guten IV zu bekommen, vielleicht sogar ein 100er, vielleicht hat jemand Glück. Bisher alle, die ich kenne, haben einfach nur extrem grottige, schlechte Arctosen, klingt wie eine Krankheit, Arctosse bekommen. Schreibt ihr mal rein, wenn ihr das Arctos schon habt, wie gut war euer Arctos, was hat das für Werte gehabt, das wäre auf jeden Fall interessant. Junge, jetzt muss ich mal hier weiterwühlen. Dann gab es natürlich die Meldung mit der Pokébox, das haben sich ja auch viele Leute gewünscht, jetzt auch wo Generation 5 ins Spiel gekommen ist. Ihr könnt also eure Pokébox mittlerweile jetzt auf 3000 Plätze erweitern, von 2500 auf 3000. Ihr könnt 3000 Pokémon mit euch führen und die Item-Aufbewahrung, den Beutel, wie man es auch nennt, in Fachkreisen, könnt ihr jetzt von 2000 auf 2500 erhöhen. Ich habe leider jetzt nicht mehr so viele Münzen übrig. Ich möchte auch jetzt nicht nochmal aufladen. Ich warte da bis Weihnachten. Da kriege ich ja vielleicht wieder ein bisschen Guthaben zugeschoben. Ne? Steht immer auf meinem Wunschzettel für Weihnachten. Und dann werde ich auf jeden Fall die 3000 bei den Pokémon voll machen. Items brauche ich eigentlich nicht. Mit den 2000 Plätzen, die es bis jetzt gab, bin ich eigentlich gut hingekommen. Hab's ja auch geschafft, mit den 2000 Plätzen immer 1000 Bälle zu sammeln und auf der Hand zu haben, was man ja eigentlich auch absolut nicht braucht. Schreibt ihr mal rein, habt ihr die momentanen Maximum-Aufbewahrungsbox-Werte erreicht? Rennt ihr also mit 2500 Pokémon Box Inventarplatz rum und mit 2000 Beutelplatz, oder seid ihr sogar mit weniger zufrieden und werdet ihr euch euren Beutel auf 2500 und eure Box auf 3000 erweitern? Wie gesagt, ich würde die Pokémon Box, damit ich nicht immer zu aussortieren muss, dass ich das dann nur einmal im Jahr machen muss, obwohl die 2,5 eigentlich auch ausreichen. Ihr habt bis jetzt keine Ahnung, wenn ihr alles Mögliche sammelt, trotzdem den Living Decks hin und her, reicht das eigentlich trotzdem? Das werde ich auf jeden Fall machen, aber die Items werde ich wahrscheinlich bei 2000 lassen, das reicht nämlich eigentlich aus. Dann morgen, ganz wichtig, morgen ist ja dieser Team Go Rocket Überfall am Sonntag von, das ist der 24. Sonntag, der 24. von 11 bis 13 Uhr, also ganze 2 Stunden, werden alle Pokestops zu Team Go Rocket Stops. Das ist natürlich gut für die Leute, die die Spezialforschung jetzt noch nicht so weit haben, die noch etliche Pokémon brauchen zum Erlösen, die noch etliche Rübel brauchen, um gegen die Leader anzutreffen. Das an einem Sonntag, wo vielleicht viele Leute auch Zeit haben, ist mal cool gemacht. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich regelmäßig dann stattfindet. Gab es ja schon mal so ähnlich. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was das morgen wird. Ich habe morgen eigentlich Zeit. Ich werde versuchen, die 2 Stunden
so viele Stops wie möglich hier zu machen und dann auch ein Video mit euch von der Ausbeute zu gucken, wie viele Stops habe ich geschafft, was waren alles für Pokémon dabei und vor allem, wie sehen die IV aus, waren gute dabei, waren schlechte dabei, können wir sogar morgen ein 100%iges erlösen, das ist auf jeden Fall sehr interessant für morgen. Wie findet ihr die Idee mit den Rocket Stops, mit den Überfällen? Spielt ihr gerne gegen Team Go Rocket oder findet ihr das nur nervig? Schreibt's mal in die Kommentare. Ich muss sagen, Team Go Rocket zu bekämpfen macht mir auf jeden Fall mehr Spaß als PvP. PvP finde ich trotzdem irgendwie komplett langweilig. Habe ich auch immer irgendwelche Verbindungsprobleme, keine Ahnung, und ich verliere auch immer. Deswegen lieber Team Go Rocket Stops, da gewinne ich wenigstens und ich fühle mich einfach besser. Ich habe irgendwie einen Belohnungseffekt da gefühlt, was ich beim PvP in dem Sinne jetzt nicht so habe. Und PvP mache ich dann eigentlich nur noch, um die Medaillen endlich mal alle auf Gold zu haben. Das zieht sich leider, wenn man kein PvP spielt, ist das eigentlich unmöglich, die auf Gold zu bekommen. Muss man aber auch noch machen, aber ist ein kräftezehrender Prozess, wogegen man bei Team Go Rocket ja noch belohnt wird mit guten Pokémon oder sich immer zu so viel ändert, so viele neue Sachen wieder da reinkommen, jetzt auch mit den Liedern, mit dem Boss, mit der Spezialforschung, finde ich auf jeden Fall richtig gut, besser als PvP, aber schreibt mal eure Meinung dazu rein, was ihr dazu sagt. Und der letzte Punkt, den wir jetzt auch noch haben, ist natürlich der nächste Community Day am 14. und am 15. Dezember, jeweils von 11 bis 14 Uhr. Ihr wisst, von 11 bis 14 Uhr erscheinen dann bestimmte Pokémon häufiger mit vermehrter Shiny-Chance, sicherlich wie ein normaler Community-Day so ablaufen wird, denke ich mal. Da habt ihr auch bestimmte Boni, die aktiviert sind. Trotzdem wird über das ganze Wochenende von früh bis abends dann die Spawns geändert und ihr habt natürlich das ganze Wochenende über Zeit, auch die Spezialattacken vom Community-Day zu erlernen. Und das war auch so ein Thema, was mich richtig geärgert hat, weil ich so oft gelesen habe, wenn es um den Community Day ging, um diese zwei Tage, wie einfach jeder bombenfest behauptet hat, wow, das ist richtig krass, da kommen dann alle Pokémon von 2018 und 2019 zurück. Ich bin so gehypt, ich fange mir dann erstmal ein paar Lavita. Und ich habe immer gedacht, wo ist deine Quelle, woher weißt du das, warum behauptest du das so? Ja, das haben schon so viele jetzt behauptet, aber ihr seht, wenn einer irgendwas erfindet und ein anderer das hört, ah, der hat gesagt, das ist so und verbreitet das, dann sagt der Nächste wieder, ja, der hat gesagt, dass das so ist. Und dann ist das im Umlauf und jeder redet davon, aber keiner hat Ahnung und es wird im Endeffekt überhaupt nicht so kommen. Und dann alle, ja, ich denke, das ist so und ich denke, da kommen alle. Dann sind sie wieder enttäuscht darüber, dass es nicht so ist, wie es ja erst hieß, obwohl es ja keiner offiziell so gesagt hat. Und für mich war es auch total unlogisch, dass alle Pokémon komplett zurückkommen, weil wie soll das dann weitergehen? Es ist jetzt zwei Tage, damals waren es auch zwei Tage. Damals waren alle Pokémon von 2018 ein Best-of von dem Jahr als Jahresabschluss. Und so wie das klingt, so ist es doch auch sinnvoll. Jetzt habt ihr dann also ein Best-of 2019 von allen Pokémon, die dieses Jahr 2019 beim Community Day dabei waren als Jahresabschluss. Das dieses Jahr wird ja abgeschlossen. Warum sollten wir 2019 nochmal 2018 abschließen? Warum sollten also die ganzen Pokémon von den Community Days von 2018 komplett zurückkommen? Ich verstehe es nicht, das hätte doch in dem Sinne gar keinen Sinn. Es würde das alles auch irgendwo entkräften, denn damals Leute haben gespielt, haben gesagt, boah, Lavita, übelst das Pokémon, übelst selten, dann kam der Community Day. Dann haben die Leute schon gesagt, ja, Lavita ist jetzt nichts Besonderes mehr. Jetzt hat sich jeder 2000 Stück gefangen und hat 10 Millionen Bonbons auf der Hand. Ist jetzt eigentlich, ist jetzt nicht mehr selten, keine Ahnung. Dann, was würde es jetzt bringen? Es kam am Super Community Day an dieser Zusammenfassung nochmal zurück. Ihr hattet nochmal die Chance. Wieso soll es dann also jetzt ein Jahr später dann auch nochmal kommen, dass das immer weiter entwertet wird, dass alles, was damit zu tun hat, schwachsinnig ist? Ich finde es gut, dass es nur Jahr für Jahr immer das jeweilige Jahr betrifft. 2018 am Ende wird 2018 gefeiert, 2019 am Ende wird 2019 gefeiert und
Manche haben auch gesagt, ja, vielleicht bringen die den einen Tag alle von 2018 und den nächsten Tag alle von 2019. Und wie wollt ihr es dann nächstes Jahr machen? Dann geht der Community Day also 3 Tage, weil ihr braucht ja einen für 18, einen für 19, einen für 20. Und in 5 Jahren sind es dann 5 Tage Community Day, weil jedes Jahr mit einem Tag gewürdigt werden muss. Klingt komisch, ergibt keinen Sinn. Sogar Schilling hat so geredet und so gedacht, dass da alle zurückkommen werden, sicherlich. Und das wird richtig krass und bäm. Ich habe auch bei Schilling in den Kommentaren geschrieben, gedacht, vielleicht sieht er das. Aber ich denke mal, er hat es nicht gesehen. Aber meine Meinung zählt ja eh nicht. Und ich wollte nur meine Gedanken dazu mal preisgeben, schon damals, dass ich das auch richtig kacke finden würde, wenn jetzt alles zurückkommt. So bleiben die von 2018 trotzdem was Besonderes. Und irgendwo muss die Tauschfunktion ja auch einen Sinn haben. Leute, die jetzt Despot da mit Steinkante und Katapult Steinkante haben und dann sagen, tja, mir fehlt das und das und würdest du das dafür abgeben? Was bringt's denn, wenn man alles immer wiederholt und immer wieder recycelt und jeder sowieso alles immer bekommen kann? Was wollt ihr denn da noch tauschen? So ist es ein begehrtes Pokémon, ein Shiny Despot da mit Katapult Steinkante, weil das eben jetzt. Die Attacken könnt ihr zwar wieder erlernen jetzt beim Super Community Day, falls ihr in der Zwischenzeit ein 100er Lavita bekommen habt, könnt ihr jetzt natürlich das mit Katapult Steinkante ausstatten, was doch auch richtig cool ist. Gebt euch doch damit einfach mal zufrieden, aber ihr werdet vielleicht keinen Shiny bekommen, aber es haben sicherlich noch Leute Shinies von damals übrig, die ihr mit denen traden könnt. Ihr gebt denen was Cooles, die geben euch was Cooles. Ihr wollt aber alles hinterhergeworfen bekommen. Was ich eben richtig mies finde, muss nicht sein. Ich finde es also gut, dass das so ist, dass es nur 2019 gibt in der Wildnis. Immerhin kriegt ihr die 2018er ja trotzdem in Raids hinterhergeschmissen. Und dann beschweren sich die Leute noch, die gibt es nur in Raids, was ist das für eine Abzocke? Normalerweise müsste es die überhaupt nicht geben. Die haben mit 2019 überhaupt nichts zu tun. Also beschwert euch nicht, dass ihr die raiden müsst. Ihr müsst sie doch gar nicht raiden. Dann tradet halt, dann tauscht mit jemandem oder gönnt euch ein paar Lavita aus dem Team Go Rockets Dop. Wir bringen den Stein ins Rollen, ne? War auch gefragt letztens von einem Zuschauer. Gönnt euch die halt aus einem Rocket Stop oder aus der Aufgabe, 3 fabelhafte Würfe hintereinander landen. Könnt ihr ja mal machen nebenbei beim Raid. Aber ansonsten finde ich das natürlich gut, dass das so gemacht ist, auch wenn viele Leute jetzt enttäuscht sind und sagen, ja, warum bringen die denn nicht alle zurück? Aber seid doch nicht so gierig, seid doch nicht so. Seid doch einfach mal dankbar. Es gibt viele Leute, die haben vielleicht den Hydropi Sea Day verpasst. Die freuen sich einfach, dass jetzt Hydropi zurückkommt und sie nochmal die Chance haben. Wenn dann jetzt 50 Pokémon zurückkommen, dann sind so wenige Hydropi da und so viel anderes Zeug noch, dass ihr beim Hydropi auch nicht ordentlich durchstarten könnt. Es wird sich nur konzentriert auf 2019. Das ist richtig, das ist gut, das ist effektiv, das passt. So muss es sein, Niantic, ihr habt alles richtig gemacht. Und der Rest, der soll mal ruhig sein. Der soll einfach mal die ihr Zeugs machen lassen. Die wissen, was sie machen. Gut, meistens wissen sie es eigentlich nicht. Meistens machen sie nur Quatsch. Aber beim Community Day, beim Super Best of Ultra XXL Community Day. Alles richtig gemacht. Danke, Niantic. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.